Also zunächst zur ersten Frage. Sie wissen, dass Uli Hoeneß und ich sehr gut miteinander können und das seit 20 Jahren, seitdem ich im Aufsichtsrat bin und damals die 10% Anteil am FC Bayern auf der Adidas-Seite gekauft habe. Und insofern sind wir permanent im Austausch und haben auch beschlossen, dass wir die Gespräche zusammenführen, weil wir ja auch beide mehr oder weniger den Oliver Kahn eingestellt haben, weil Uli auch den Hasan Salihamidzic geholt hat und ihr beide natürlich auch sehr, sehr gut kennt. Und natürlich wird der Uli Hoeneß immer ein Ratgeber für uns sein. Aber Sie haben gesagt, im Tagesgeschäft, die Auswechslung eines Vorstandes ist nicht Tagesgeschäft für uns, sondern es ist Aufgabe des Aufsichtsrates und das haben wir auch so gemacht. Zu Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat unheimliche Verdienste für diesen Club, hat einen unheimlich großen Fußballsachverstand und den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Und deswegen habe ich auch mit dem Karl-Heinz in den letzten Tagen intensiv gesprochen und wir werden am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen.